dem Dialog Tonnendach im Register Darstellung können Sie im oberen Bereich für das markierte Dach die Dachgrundrissanzeige verändern. Die voreingestellten Werte stammen aus der Systemvoreinstellung. Im Bereich Schraffur für Dächer können Sie aus der bestehenden Auswahlliste eine Schraffur für die Dachdarstellung auswählen. Sagen wir zum Beispiel Raute. Mit Klick auf die Farbwahl können Sie die Farbhinterlegung für die gewünschte Schraffur auswählen. Zum Beispiel Grau. Im Schraffurbereich legen Sie fest, bis wohin die Schraffur ausgeführt werden soll. Als Bezüge stehen Ihnen hierfür die Höhenangabe, Abstand zur Außenwand Außenkante, Abstand zur Außenwand Innenkante zur Verfügung. Je nach Auswahl können Sie bei Höhenangabe das Höhenmaß, bei einem Abstand den entsprechenden Abstand definieren. Sagen wir beispielhaft Höhenangabe 1,50 Meter. Sie legen bei Grundriss für Dächer fest, welche Ebene des Daches dargestellt werden soll. Ihnen stehen hierfür die obere Dachziegelhaut, das ist der Standard, die untere Dachziegelhaut, die obere Sparrenhaut und die untere Sparrenhaut zur Verfügung. Wir wählen einfach mal die untere Sparrenhaut aus. Sie sehen hier, dass auch in der Darstellung der oberen Dachziegelhaut an der Traufe gestrichelt die untere Sparrenhaut dargestellt wird. Wir übernehmen unsere Einstellung mit OK und wir sehen jetzt unsere Darstellung mit unserer Rautenschraffur grau hinterlegt bis zur 1,50 Meter Linie. Und wenn wir jetzt einfach mal die Dachecke mit E wie Ecke anspringen, dann sehen wir, dass bei der Darstellung der unteren Sparrenhaut dies die Ansprungecke ist. Wenn wir jetzt einmal rückgängig machen und noch einmal mit E die Ecke anspringen, dann sehen wir, dass auch hier die untere Sparrenhaut angesprungen wird. Das heißt, die Darstellung des Dachgrundrisses hat mit den zur Verfügung stehenden Ansprungpunkten nichts zu tun.